So, hallo und willkommen zu Let's Play oder Let's Run in der nächsten Sommer, obwohl es kein Multiplayer ist. Das wird die Definition von meiner Zone wirklich passen. Ich nenne es einfach mal Let's Play. Let's Play Beat Hazard Ultra. Ich muss euch warnen, Leute, falls ihr irgendwie so Probleme habt mit viel Action auf einem Bildschirm und grellen Lichtern, dann macht jetzt aus. Es ist was ähnliches wie Audio Surf, aber anders. Und ich benutze jetzt einfach mal hier die vorgefertigten Lieder. Die Lieder, die dabei sind. Man kann auch eigene Musik verwenden. Ich erkläre jetzt einfach mal nicht, was man hier macht. Ich mache aber das hier, ich kenne es nicht. Ihr werdet es sowieso jetzt gleich sehen. Ja. Wir sind im Weltall mit einem Raumschiff. Und wir fliegen. Und dann kommt Schrott und das schießen wir kaputt. Ja, und das war es auch schon eigentlich. Das ist eigentlich die ganze Sache. Ja, da kommen noch gegnerische Schiffe. Aber mehr passiert eigentlich nicht. Im Hintergrund läuft Musik. Also im Grunde nichts Besonderes. Allerdings... wie ihr seht, blinkt hier schon ziemlich krass viel alles. Das wird sich gleich, also dieses Blinken, wird sich gleich so... Bam! Zum Beispiel jetzt, ich habe eine Powerbombe gezündet. So verzehnfachen von der Blinkintensivität. Oh Gott, alles ist kaputt gegangen. Ja, ihr seht, es geht voll ab. Die Musik wird lauter. Es ist so krass, Leute. Und es wird immer krasser, was hier an Effekten auf dem Bildschirm ist. Und das ist eigentlich das gesamte Spiel schon. Aber es ist halt so richtig geil, weil irgendwann sieht man halt nicht mehr, wo das eigene Raumschiff ist. Und alles explodiert. Oh, fuck, yes. What? Ja, das ist das, was ich meine. Alles blinkt. Ich glaube, ich bin kaputt gegangen. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin kaputt gegangen. Ich glaube, das bedeutet, ich bin kaputt gegangen. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass ich die Übersicht verloren habe. Wie auch immer das passiert sein kann. Bei diesem einfachen Spiel, wenn man die Übersicht verlieren kann. Ist ja nicht so, dass hier alles irgendwie blinkt und explodiert und alles. Ich bin schon wieder verreckt. Ich muss sagen, so schlecht habe ich bisher noch nicht gespielt. Ich glaube, es liegt in der Aufnahme. Ah, das ist so krass, Leute. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben ich habe. Ich weiß nicht mal, wo das steht. Ich bin schon wieder gestorben. Oh, das war es anscheinend schon. Ich habe bisher nur einen Track durchgeschafft. Aber ich habe bisher auch nur einen Track gespielt. Man kann auch leveln. Das ist zu übertrieben. Naja, ich suche mal ein anderes Lied, keine Ahnung, ein kurzes noch. 1,51. Nee. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Nee. Eigentlich müsste jetzt die Musik wechseln, deswegen... Ah, jetzt ist es richtig Musik. Ich war jetzt sicher, weil im Hintergrund eine andere Musik gespielt, die ich nicht ausgewählt hatte. Also nicht, dass ich die Titel kenne, aber es hat halt nicht gewechselt. Gut, probieren wir einfach mal das hier mal aus. Ich glaube, ich mache ja auch nur ein Part von oder zwei. Mache ich ein Let's Show? Let's Show, genau. Oh doch, ich mache es Let's Random. Ja, noch ist alles ganz cool. Es ist so krass. Jetzt verliere ich schon langsam die Übersicht am Verlieren. Ich weiß auch nicht, mit welchen Partikeln man hier kollidieren kann und welchen nicht. Also gut, die kleinen hier, das ist klar. Aber manchmal weiß man mit gar nichts mehr. Das war übrigens im aktuellen Humble Bundle drin. Ich weiß jetzt nicht, wann ich dieses Video hochlade, ob es dann auch das Humble Bundle gibt. Ich hoffe es. Dann könnt ihr nämlich nochmal reinschauen.
Wenn ich weiß, was ein Humble Bundle ist, googelt einfach nach Humble Bundle. Volume up. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott, es kommt direkt auf mich, es leuchtet! Scheiße, ich bin kollidiert. BAM! Da bin ich nicht explodiert, das war die Powerbombe. Powerbombe. Man kann, glaube ich, auch andere Raumschiffe freischalten, weil es gibt eine Hangar-Option. Ich weiß nicht, ich habe das, wie gesagt, noch nicht so lange gespielt. Oh, mal wieder hier diese Meteor-Teile. Meteor-Schrott-Dinger. Es ist so krank, Leute. Das ist so krass, sich hierbei. Warnung, okay? Es ist so krass, sich hierbei zu konzentrieren. Was ist das? Fuck. Ich glaube, ich habe es besiegt. Gott, ganz viele Power-Ups. Noch 11 Sekunden, Leute, also. Dann zünde ich, glaube ich, immer eine Powerbombe. Powerbombe kann man mit der rechten Maustaste zünden. Das war's. Geil. Level Up war das jetzt, glaube ich, nicht. Nee. Aber es ist so übertrieben, dieses Spiel. Dann... Die ganzen Spiele noch nicht gespielt. Dann spiele ich einfach mal das hier. Ich wollte euch vielleicht mich nochmal ein Level Up zeigen. Ich spiele jetzt Enigma von X-Factor. Hört sich cool an. Wie gesagt, man kann auch seine eigene Musik hier mit verbinden. Also wenn ich jetzt Bock habe, was weiß ich, Epic Sucks Guy zu spielen, dann geht das auch. Aber ich hoffe, das wird hier reinpassen. Volume up. Diese kleinen Raumschiffe verstören, die fliegen von mir weg. Nein, tun es nicht, man kann doch mit ihnen kollidieren. Ich dachte, das geht nicht. Na gut, ich bin ein Idiot. Aber Powerbomb übrigens mal. Einfach weil ich es kann. Ich mag diesen Effekt, wenn der Mittelpunkt des Bildschirms so einfach in so einer Pixelusion, ja, das ist nicht eine Explosion, eine Pixelusion, anfängt zu blinken und das rechte Auge anfängt zu zucken und man weiß nicht mehr, wo man ist. Und das ist einfach geil. Warnung. Ich glaube, jetzt kommt irgendein Bossgegner oder so. Oh mein fucking Gott, das Ding hat Kanonen. Oh nein, ich will diese Viecher. Ich mag diese Lenkraketen nicht. Nein, fuck. Ich bin so ein Idiot, ey. Kann ich die Powerbombe zünden? Bringt das was? Irgendwie nicht. Fuck! Powerbombe. Ja, die Powerbombe bringt doch was. Die hilft jedenfalls gegen diese Lenkraketenteile. Ich sehe auch nichts mehr, ne? Das ist okay. Ich glaube, ich habe es besiegt. Die sich auf Glaube ist. Es fängt nämlich an zu blinken. Das tut es schon die ganze Zeit. Also, jetzt hat es mich besiegt anscheinend. Oder irgendwas hat mich getötet. Ich weiß es nicht. Volume up. Wieder Warnung. Scheiße, wieder ein Bossgegner. Oder wie man das nennen soll. Nochmal so ein Ding. Ja, nee, ist klar. Und diesmal habe ich keine Powerbomben mehr. Das ist doof. Ich mag nämlich diese Lenkraketen nicht. Wo bin ich? Ach, da oben. Okay, da habe ich jetzt einfach die Übersicht verloren, da kann ich nicht für. Es ist so übertrieben, Leute.
Also, falls das Humble Bundle es noch gibt, das Humble Bundle Risen, also das Rhythmus Bundle, dann kauft es euch. Das sind 6 Dollar. 6 Dollar sind 4 Euro bis, also, oder 4,5 Euro. Und Leute, es ist geil, allein wegen der Musik. Ja, ich würde sagen, ich hab ein Level Up. Nein. Ach scheiße, jetzt muss ich doch noch ein Lied machen. Dann kümmern wir uns den Beast Mode an. Ich hoffe übrigens, auf dieser Musik ist keine Lizenz oder so. Das ist nämlich doof. Was sind das jetzt wieder für Dinger? Jetzt ist die Musik noch leise, das ist sehr ungewohnt. Direkt nach so einem Lied, wo alles am Blinken ist, erstmal in diesen normalen Modus gehen. Aber es ändert sich ja schnell. Überlebenskünstler. Überlebenskünstler. Triple Bonus. Gleich ist er wieder ein Kack am Dampfen, das wissen wir ja. Gut, jetzt blinkt schon relativ viel. Aber Volume Up. Ja, sehr schön. Oh, ich mag irgendwie dieses, diese... Ah, das sieht ja unterschiedliche... Arten, wie dieser Weltraum hier aufgebaut ist. Manchmal mit so einem komischen Nebel im Hintergrund, manchmal mit diesen Teilen da im Hintergrund, die hin und her wabbeln. Und das gefällt mir irgendwie. Zweimal Volume Up, richtig geil. War ja gerade das Wumm-Geräusch von Metal Gear Solid oder Metal Gear. Powerbombe. Powerbombe ist echt geil, um einfach mal den Weg zu clearen. Powerbombe. Ich sollte nicht so krass mit den Powerbomben rumdingsen. Ach, da in der Seite ist ja ein Hut. Guck mal, Leute, auf der linken Seite ist ein Hut. Hab ich gar nicht gesehen. Aber wie soll man das auch sehen? Was ist das? Und wo kommt es her? Das da, was ist das? Oh, das hatten wir eben, glaube ich, schon. 16 Mal Modus. Eine Powerbombe, die will ich haben. Oh, fuck it. Jetzt blinkt sie aber. 27 Mal, yeah. Ich finde das gut, dass diese Schrottteile auch rot markiert sind, damit man weiß, dass es Gefahr ist. Aber das kann man nicht sehen, wenn alles blinkt. Fackelt. Ah nein, ich bin nicht ausgewichen. Ich bin so ein Idiot. Naja, egal. Das sollte den Weg klären. Ein paar haben das immer noch überlebt. Ach, wie diese Lenkraketen. Oh nein, Bossgegner oder so. Oder wie man das nennen soll. Oh Gott, was ist das? Ich kann nicht darüber. Nein, wenn es mich berührt, bin ich tot. Das ist scheiße. Interessantes Gebilde. Was muss ich anschießen, damit es kaputt geht? Die Dinger hier unten? Ich habe keine Powerbomben mehr. Fuck. Ich glaube, ich habe es besiegt. Ja, es ist explodiert. Oh, ich bin auch explodiert, glaube ich. Habe ich gewonnen? Nein, habe ich nicht. Es ist so übertrieben, Leute. Ich sage es euch. Naja, ich glaube, wir haben ein Level Up. Und noch irgendwelche Bonuspunkte bekommen. Ich weiß es nicht. Hier blinkt alles. Und jetzt kann man irgendwas auswählen. Zwei extra Leben. Drei Superbomben. Die kaufe ich mir. Ist das Spiel hängen geblieben anscheinend. Die Musik läuft noch weiter, aber im Task Manager wird es inaktiv markiert. Ich warte einfach mal und schneide notfalls die Wartezeit raus. Ah, und da ist es auch schon weitergegangen. Ich habe es jetzt einfach mal rausgeschnitten, glaube ich. Ja, ich habe Bonuspunkte. Ja, Leute, ich würde sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr sitzt noch gerade vor dem Bildschirm. Und ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss.